Moin zusammen, ich stehe hier am Königssee in Berchtesgaden und neben mir ist der Timo. Hey, servus. Und wir haben eine Alpenüberquerung vor. Das ist die erste Alpenüberquerung für dich, ne? Meine, auf jeden Fall, ja. Und heute geht es darum, wie man eine Alpenüberquerung als Anfänger meistert. Deswegen ist ja der Meister dabei. Genau, jetzt gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Alpenüberquerung. Und dann gehen wir mal auf mögliche Fragen ein, die ihr mir auch vorher in den Kommentaren gestellt habt. Geben euch ein paar Tipps. Und die erste Frage wäre natürlich, wovor du jetzt vielleicht so die meisten Sorgen hast. Du hast ja noch nie eine Bikepacking-Tour gemacht. Auch, nee, gar nicht. Ich habe schon mal eine gemacht, aber das ist ja ein Tagestour gewesen. Das war ja ohne draußen zelten? Ohne draußen zelten. Ja, das heißt, das erste Mal jetzt auch zelten für dich wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall. Schwierig. Und wovor hast du am meisten Angst? Oder was Sorgen? Heißt Angst? Nicht? Ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor der Höhe halt, ne? Dass du immer da hoch musst. Ist ja nicht so wie bei uns, mal wieder runter, mal hoch. Nee, das geht die ganze Zeit permanent hoch. Ob du das schaffst mit dem Gewicht halt, ne? Das ist auch schwer. Vom Gepäck, ne? Ja. Ja, schauen wir mal. Da sind die Bikes. Schwer beladen, weil wir haben uns Mühe gegeben, echt wenig Zeug einzupacken. Ich würde sagen, nur das Nötigste. Wir fahren dann mal los. Überlebt. 19% sind nicht ohne. Mit 21 Kilo Gewicht. 30%, Alter. 30%. Timo, ja? Warum schiebst du? Vom Weg abgekommen bin. Das waren gerade mal entspannte 31%. 31? Hatte ich, ja. Ich sag ja, das ist nicht so steil. Du schaffst das schon. Ja. Der Millibobus ist ja gar nichts dagegen. Eben. Wahnsinn, ja, vom Weg abgekommen und dann musst du rausklicken. Fällt ja um. Alter. Das geht ja nicht. Alter, jetzt. Du machst mich fertig. Wahnsinn. So, wir haben hier den ersten kleinen Zwischenstopp gemacht an so einer Hütte. Und ja, nochmal. Servus. Ein kleiner Tipp zwischendurch. Es gab Fragen zur Routenplanung. Und ich möchte da einen einfachen Tipp rausgeben. Was haben wir heute gemacht am ICE, als wir hierher gefahren sind? Oh Gott, ja. Ja, nur Stress, nur Verspätungen. Aber abgesehen davon haben wir ja die Route noch geplant. Ja, umgeplant. Wir haben, also Routenplanung mega spontan, haben wir jetzt im ICE gemacht. Wir fahren jetzt doch ein anderes Ziel an, vermutlich. Ja. Und Tipp Nummer 1, ne, nicht verkomplizieren.
Man muss jetzt nicht wochenlang eine Route planen. Also wichtig ist jetzt, zumindest bei so einer kurzen Route, ich meine, wir sind in einer Zivilisation, hier sind ja Supermärkte und alles, ne? Genau. Das ist hier nicht irgendwie Lappland, wo man ein bisschen genauer planen müsste. Und achtet einfach darauf, dass ihr vielleicht in der Nähe vom Schlafplatz einen Supermarkt habt. Ja. Achtet darauf, ob es eventuell potenzielle Schlafplätze gibt. Wobei, ach, wenn die 100 Kilometer auseinander liegen und man eventuell auf Google Maps was findet, was okay aussieht, passt das. Ich sag mal so, in 90% der Fälle wird man irgendwas unterwegs entdecken, was man vorher eh nicht auf der Karte gesehen hat. Genau. Das ist Spontanität. Ja, aber man sollte zumindest mal gucken, ob man nur Bundesstraße langfährt oder ob zumindest irgendwie links und rechts mal was ist, wo man sich verstecken könnte fürs Wildcampen. Dass man nicht so erkrankt wird. Ja, genau. Supermärkte. 2-3 Schlafplätze, fertig. Und dann kann man eigentlich losfahren. Wasserstellen halt, ne? Das ist auch wichtig. Ja, Wasserstellen gab es hier genug. Das war auch eine Frage, ne? Wie viel Wasser nimmt man mit? Wir haben geguckt, bei Komoot kann man das ja einstellen, wie, dass man Wasserstellen findet. Dann haben wir gesehen, gefühlt kommt hier alle 2 Kilometer was. Insofern, eine Flasche wird vermutlich reichen. Wir haben jetzt 2 dabei. Sorry. Man sieht, es hat ein bisschen geregnet. Und da kann man sich, da gab es noch die Frage, was macht man, wenn die Wetterprognose sagt, es soll regnen? Weiterfahren. Einfach trotzdem fahren, ja, weil ganz ehrlich, seit gestern hat sich die Wetterprognose schon 3-mal geändert. Man kann es gar nicht wissen und früher oder später, gerade in den Alpen funktioniert die Prognose vielleicht einen halben Tag lang. Also man kann morgens gucken, wie es abends wird, aber viel weiter geht die Prognose sowieso nicht. Und ich sag mal, wenn man 4-5 Tage unterwegs ist, wird es bestimmt einmal regnen. Ja, also wenn es am, einfach losfahren, also davon nicht beirren lassen. Ja. Und genau, wir fahren jetzt weiter. Das war der erste Tipp. Routenplanung nicht zu kompliziert gestalten. Auf Wiedersehen, Deutschland! Willkommen, Austria! Republika Austria! So, der Timo ist gerade einkaufen. Und so viel zu der Wetterprognose. Es hieß heute Nachmittag noch, dass heute komplett die Sonne scheinen soll. Und es regnet jetzt. Hat gerade angefangen. Insofern kann man sich auf die Wetterprognose eh nicht verlassen. Und ich würde dann einfach sagen, man fährt immer los. Egal, welches Wetter angesagt ist. Aber was hast du denn da für eine coole Tasche, Timo? Geil, oder? Cyclide? Ja. Yeah. Ja, das ist die Musette von Schlagleier. Was hast du denn da drin? Nur Bier. Alkoholfrei mit, ne? Ja, perfekt. So, jetzt sind wir in Österreich. Österreich, ja. Ja, und wir werden demnächst einen Schlafplatz aufsuchen. Ja. Da zeige ich dir, wie man das macht, okay. Als Anfänger. Thank you. Und zwar guckt man einfach, ob man irgendwo neben einem Mülleimer was Gemütliches findet oder in Einkaufswagen legen. Das Einkaufswagen, das hört sich vielleicht besser an, das ist ein Bieter davor, gell? Nee, wir gucken nach einem ordentlichen Schlafplatz, alles gut. Ja. Schlafplatz und was sieht's aus? Ja. Gehen wir dann ins Lokal oder wie essen wir? Wie fühlt sich jetzt bis jetzt deine erste Alpenüberquerung an? Gut, bis auf das eine Stück da, das 31%. Mit Gepäck, mit 21 Kilo Fahrrad und plus mir, ja. Ja. Ist schon schwer. Muss man sagen. Das hat man hast du einen gekriegt? Ich hab das nicht, ja. Stark? Geht, ja. Okay, jetzt hast du aber Power gekriegt. Ist jetzt alles wieder geladen, was? Handy geladen, alles geladen. Zum Thema draußen schlafen, Tipps zum draußen schlafen, wie man das erste Mal draußen pennt. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Ich habe euch das unten verlinkt und ich habe auch noch ein Video gemacht zur rechtlichen Lage in Deutschland. Es ist dunkel geworden und wir sind hier in Zell am See. Genau. Leider ein bisschen zu dunkel für Fotos, aber schön hier. Genau. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben einen Schlafplatz gefunden. Wie man das Zelt aufbaut, da gibt es bestimmt ganz viele andere Tutorials, deswegen überspringen wir diesen Tipp mal. Man sieht jetzt nichts mehr. Nee, das bringt ja gar nichts. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen guten Schlafplatz gefunden. Und durch Zufall eine kleine Wiese, relativ uneinsichtig. Und jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht.
Mittel war es? Gut, prima. Das geht jetzt um die Uhrzeit. Was trinkst du denn da? Kaffee. Das ist Kaffee. Mhm. Sieht aber komisch aus. Einige von euch haben mich gefragt, wie es mit dem Thema Körperhygiene aussieht auf so einer Tour. Und das ist ganz einfach. Wir suchen uns Wasserstellen, haben hier jetzt auch eine gefunden. Also hier unten kommt man relativ gut ans Wasser dran. Und dann machen wir uns jetzt einfach ein bisschen sauber, waschen die Klamotten mit der Seife und Zähne putzen, das übliche Zeug. Genau, hier haben wir den Hygienebeutel, so ein leichtes Netz. Und zeige ich euch gleich mal. Ich habe zum Beispiel auch Zahnputztabletten dabei, die wiegen weniger als Zahnpasta. So ein Kram oder diese kleinen Packungen kann man auch nehmen. Ne? Hier ein Stück kleines Seife eingepackt in so einem Zipbeutel, damit es dann am Ende die Klamotten nicht in der Tasche verschmiert. Ne? Und damit kann man, also mit der Seife kann man dann auch die Radhose waschen und das alles Trikot möglich. Vom Vorteil. Alles Mögliche. Machen wir alles sauber und anschließend hängen wir die Klamotten außen auf die Arschrakete drauf zum Trocknen. Das kann man dann in den Gummis einspannen und während der Fahrt wird das dann schon trocken. Dann, geh mal los. Genau, geh mal ins Badezimmer, schließ ab, ich störe dich nicht. Genau. So, und frisch gewaschen geht es hier weiter. Die ganzen Klamotten habe ich jetzt hier außen an den Taschen montiert, an der Arschrakete, beziehungsweise ja, hier vorne. Ja, hier vorne ist halt das Trikot dran, das trocknet jetzt während der Fahrt einfach. Und in ein paar Stunden ist es trocken, dann werden die Sachen in die Tasche verstaut und morgen früh können wir dann die Klamotten einfach wechseln. Deswegen braucht man nie mehr als 2 Trikots, 2 Hosen und 2 Paar Socken. Mehr braucht man einfach nicht auf einer Bikepacking-Tour, egal wie lange man unterwegs ist. Pass auf, ne? Ja, muss aufpassen, die sind gefährlich. Ich weiß. Bisschen wutzig. Bist du happy? Prima, ich bin happy, aber Madonna. Und wir müssen noch da hoch. Ja. Da müssen wir hoch. Ich glaube, der Regen macht ihn ganz glücklich. Na, da musst du durch. Dann schwitzt du wenigstens. Auf geht's. 3 Kilo mehr, ne?
Und ist angenehm. Ich möchte no comment. No comment. Alter Freund. Wir haben jetzt 5 Grad, es regnet. Ist unangenehm. Ja, lieber 20 Jahre nichts zu Weihnachten. Am Ziel. Mein Navi sagt 3 Grad, da oben steht 4 Grad. Der ist an. Ist halt Juli, ne? Was ist denn dein Fazit? Wir sind jetzt auf dem Großglockner Hochalpenstraße oben gewesen. Ist definitiv eine Alpenüberquerung, die für Anfänger geeignet ist, oder? Ja, schon, aber da muss man schon trainiert haben ein bisschen. Und man darf halt nicht zimperlich sein mit dem Wetter. Ja, genau, das Wetter ist eher das Ding. So, du bist ja immer nur im Flacher unterwegs gewesen. Ich glaube, Odenwald 500 Meter Höhe war für dich das Maximum bis jetzt, ne? Okay. Und jetzt direkt auf 2,5 hoch. Aber war machbar. Ja, aber geht, ne? Aber das Wetter, die Laune spielt halt mit, ne? Ja, gut, es eben gerade hatten wir auch richtig fetten Hagel. Das hat so ein bisschen wehgetan auf der Hand. gar nicht so mehr. Ja, 3 Grad plus Hagel, ne? Wir haben Juli. Ganz und Regen. Ja. Das Gute ist, weiter unten scheint die Sonne, da wird es wärmer, das ist nicht mehr so weit. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir haben noch 180 Höhenmeter und dann geht es nur noch bergab. Dann haben wir eigentlich die Alpen schon hinter uns gelassen, weil. Ist doch gut. Ja, gut, das sind auch 200 Kilometer, aber die rollen wir ja nur bergab. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Der Timo, voll am Zittern. Kalt wie Sau. Wir haben hier gerade einen Intersport gefunden, da kauft er sich einen Fleece-Pulli. Ich habe mir mal meinen geliehen. Bei mir ist warm. Ist ja gut. Fahr mal vor, dass es kalt hoch hin muss. Ah ja? Irgendwie haben wir doch einen Wanderweg erwischt. Hast du deine Schnur dabei zum Abseilen? Naja, hier runter. Das ist schon die Straße jetzt. Hier runter. Ja, hier runter. Das ist. Ich hab eine Abkürzung gefunden. Das ist die Abkürzung. Ja. Alle Wege führen nach Rom, sag ich. Ja, aber laut Komoot war das eine Abkürzung. Ja, das ist eine sehr gute Abkürzung, was du da
rausgesucht hast. Nicht da. Ich meine, wir können ja über den Zaun springen, oder? Ja, machen wir jetzt. Oder ist da wieder Strom drauf? Aber Holz ist kein Strom. Krasse Abfahrt hinter uns. Geht auch mal runter. Und zwar hat Timo, ich weiß nicht, ob man es sieht, 86,7 km/h. Ich war ein bisschen langsamer, aber ich hatte immer noch 80 Sachen drauf. Ja gut, es kommt auch auf dem Gewicht drauf an. Ne? Hat Bock gemacht. Eine Frage, die auch sehr oft kam, war, was war unterwegs zu essen? Und es gibt ja Leute, die nehmen einen Campingkocher mit oder ähnliches. Da haben wir jetzt einfach drauf verzichtet. Ja. Wir haben ja auch keine Zeit zum Kochen. Ne? Wir fahren den ganzen Tag, genau. Und dann noch Abwasch machen und so. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, eher kalte Gerichte zu essen. Ich habe hier jetzt Hummus dabei, dipp das in der Brezel, Nüsse, so Geschichten. Ne? Feigen. Genau. Belegte Brötchen. Isotonische Getränke. Ja, alkoholfrei wohlgemerkt. Genau, alkoholfrei. Und ja, was auch ganz gut ist unterwegs immer, sind es Fertiggerichte. Zum Beispiel gibt es von Bonduel diese Lunch Balls. Das ist so vorgekochter Reis, vorgekochte Linsen. Kann man auch kalt essen. Genau. Ja? Dosenravioli kann man zur Not auch kalt essen. Ja, ist ein bisschen eklig. Aber. Ja, ist ein bisschen eklig, aber es geht schon alles. Ansonsten Brot, belegte genau. Brötchen, ne? Heute Morgen hatte ich so ein von Alpro so ein Joghurt. Ja, so ein Joghurt, der war eigentlich, ne? Hat gut ausgesehen. So Sachen, also eher so kalte Gerichte, Antipasti, Bulgursalat hatte ich gestern, ne? Couscous-Salat, so Geschichten. Das Thunfisch, man kann auch Thunfischdosen essen. Ja, das habe ich ja gestern gemacht. Man kriegt zwei Brötchen mit Thunfischsalat. Ist vielleicht nicht die beste Idee, du hast dein Zelt vollgesaugt. Ach so. Das musst du ja nicht erwähnen. Also wir essen jetzt überwiegend kalt, weil wir einfach keine Zeit zum Kochen haben und nur unterwegs sind. Wobei es unterwegs auch Restaurants gibt, theoretisch, wenn man sich irgendwo reinsetzen will. Ne? Da sind wir zu geizig dafür. Ja. Wir wollen ja auch Bikepacking machen und nicht Restaurantbesuch. Genau. Vielleicht zum Abschluss nochmal eins. Schauen wir mal. Genau. Eine weitere Frage, die kam, ist, wie es mit der Stromversorgung aussieht bei uns. Und da muss man dazu sagen, für so ein kurzes Wochenende, wie jetzt, wir sind jetzt 3-4 Tage unterwegs und da reichen Powerbanks. Genau. Jeder von uns hat eine 25.000 mAh Powerbank. Ich Richtig. Weiß nicht, was die hat. 90 Wattstunden oder sowas wird die haben. Zur Not haben wir natürlich auch noch den Akku von der Lampe. Ne? Ja, zur Not. Ne? Aber ich denke, so eine Powerbank, die reicht für 3-4 Tage eine große. Glaub, ja. Wobei du die Erfahrung hattest, du hast davon eine billige bestellt, die genau. angeblich 30.000 mAh hatte. Ja, angeblich. Hat aber nicht funktioniert. Und, und man konnte das iPhone damit zweimal laden. Das war's. Ne? Das heißt, auch nicht vielleicht die billigste Powerbank genau. kaufen für 20 Euro. Weil da werden die Werte oft nicht stimmen. Die Hersteller schummeln da. Ja, ich denke mal auch. Ne? Warum auch immer. Gut, also eine gute Marke, mit der wir Erfahrung gemacht haben, sind Anker Powerbanks. Ja, die sind und gut. Die sind gut und ich glaube so 40, 50 Euro sollte man investieren. Was hast du ausgegeben? Ja, auch sowas. In dem auch so 40, 50 Euro von Anker, die funktioniert. Ja. Und alles No-Name, 20 Euro, das wird nicht stimmen. Kann funktionieren, aber bin ich mir nicht mehr so sicher. Falls man ansonsten mehrere Wochen unterwegs ist, habe ich an meinem Fahrrad, jetzt nicht an dem, aber generell ein Nabendynamo verbaut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich habe diesen, es gibt diese USB-Ladegeräte, die man ans Dynamo anschließt. Ne? Meinst du hier? Habe ich hier jetzt nicht drin, genau, da kann man so ein USB-Ding dran machen. Und bei mir war das so, dass 100 Kilometer fahren, reicht dann so für die GoPro, Handy und fürs Navi. Okay. Ne, für die grundlegenden Sachen. Und für alles Zusätzliche, wie jetzt eine Drohne, kann man auch einfach so ein großes Solarpanel. Ich habe auch eins von Anker. Ja, ich wollte es mitnehmen, aber das hat diesen Sommer. Brauchen wir nicht. Ne? Ansonsten kann man auch ein großes Solarpanel einfach auf die Arschrakete drauf machen. Genau.
Und das ist dann die Stromversorgung. Ich habe das Setup auch schon mal gezeigt in einem Alpenvideo von mir. Kann ich nochmal verlinken. Das war noch das uralte Cube-Fahrrad von mir, was ich hatte. Aber das grundlegende Setup kann man ja für andere Bikes übernehmen. Ne? Das funktioniert ja mit Dynamo und so. Da könnt ihr das euch nochmal angucken. Ja, und so funktioniert es mit der Stromversorgung und mit dem Essen, ne? Ja, oder man lädt halt die Akkus auch mal im Lokal mal. Man kann ja mal fragen. Genau, vielleicht auch mal beim Bäcker kurz anstecken. Ja. Aber haben wir bis jetzt nicht gebraucht. Nee. Nee. In einer halben Stunde müsste es langsam dunkel werden und wir gucken jetzt nach einem Schlafplatz. Fahren hier an so einem Fluss lang. Und eventuell ist links oder rechts irgendwie so eine Lichtung, wo man sich hinlegen kann. Wir schauen einfach mal. Geplant haben wir da jetzt auch nichts. Und Timo ist weg. Hat er was? Ich glaube, Timo hat was gefunden. Der ist gerade nämlich angehalten. Ich drehe mal um. Ja, ich glaube, er hat was gefunden. Wir schauen mal, was das ist. Scheint so, als wäre hier eine Hütte. Ist ja perfekt. Ja, geil. Nehmen wir. Ihr hattet ja noch einige andere Fragen so zum Thema Ausrüstung. Auch du, Timo, hattest ja einige Fragen am Anfang. Ja. Du hast mich ja zum Beispiel gefragt, ob du Ersatzbremsbeläge mitnehmen musst jetzt für die Alpenbergfähre. Ja, weil es halt ziemlich weit lange runtergeht, ne? Ja. Und das sind oft so Sachen, die weiß man vielleicht vorher von Natur nicht. Deswegen kann ich ja mal so ein paar Erfahrungswerte teilen. Mhm. Ich meinte zu dir, du brauchst keine neuen, ja, keine Ersatzbremsbeläge mitnehmen, sofern deine neu sind. Bei mir halten Bremsbeläge so im Schnitt 2000 Kilometer. Okay. Ne? Aber es gibt natürlich auch andere Hersteller, ne? Da hält es vielleicht nur 1000 Kilometer. Aber ich sag mal, die Tour, die wir jetzt machen, das sind jetzt 300 Kilometer über die Alpen. Da braucht man keine Ersatzbremsbeläge. Ne? Okay, auch nicht, wenn es so runter geht, so viel. Ja, das hast du ja bis jetzt nicht gebraucht, oder? Naja, nee. Ja, siehst du. Ne, und dasselbe mit einer Fahrradkette. Ersatzketten nehme ich eigentlich nie mit, weil ich immer unterwegs welche kaufen kann. Gut, in Europa. Ja, überall. Ne? Du musst halt nur wissen, wie lange eine Kette hält und dann kannst du das ja vorher einplanen. Im Grunde genommen hält eine Kette, wenn man Kettenöl verwendet, 2500 Kilometer so ungefähr. Mhm. Kommt immer wieder darauf an, ne? Wie gut reinigt man die Kette, wie oft schaltet man, viele Faktoren. Aber jetzt, was für Witterung fährt man? Bei meiner Fahrweise. Ja, okay. Ja? Ach so. Ich rede jetzt mal so von meinen Erfahrungswerten. Okay. So Gravel, ich öl die nicht jeden Tag, ne, mal ab und zu. 2500 Kilometer hält so eine Kette. Und wenn ich jetzt weiß, ich fahre 4000 Kilometer weit, dann gucke ich einfach, dass irgendwo, dann plane ich die Route vorher so, dass dann irgendwann nach 2000 Kilometern mal ein Fahrradladen kommt. Okay. Das kann man ja vorher ein bisschen planen. Ja, mit Kettenwachs habe ich die Erfahrung gemacht, hält die sogar über 25.000 Kilometer. Okay. Das ist einfach der Wahnsinn, wenn man es richtig macht, was Wachs bringt. Aber eine Ersatzkette für eine Alpenbequerung, nein. Ne? Nee, braucht man nicht. Das ist so Schlauch, definitiv. Schlauch, ja. Wir sind jetzt tubeless unterwegs, hatten keine Panne. Für so eine Tour, wo hier überall, sage ich mal, Zivilisationen, Fahrradgeschäfte sind, reicht vermutlich einer. Ein zweiter ist vielleicht nicht verkehrt. Und Flickzeug, ne? Flickzeug nehme ich auch mit, genau, sowas. Ne? Und da kommen wir eigentlich schon auch so ein bisschen auf das Thema Packliste zu sprechen, was man so mitnehmen muss. Ne? Ich mache es ganz einfach, wir hatten jetzt sehr wenig dabei. Ne? Zelt, Isomatte, Schlafsack, klar. Ansonsten zwei Hosen, eine am Körper, eine im Gepäck, zwei Paar Shirts, zwei Paar Socken, abwechselnd waschen und trocknen. Wir haben auch bei dir zu Hause die Taschen gepackt. Ja. Und das sind manchmal so Sachen, an die man gar nicht denkt. Du wolltest zum Beispiel so einen Löffel mitnehmen und hast dann so diesen Beutel, wo der Löffel reingehört oder mit dem er ankam, auch mitnehmen. Aber den Beutel brauchst du ja gar nicht. Ja, ich habe gedacht, das sieht schöner aus. Und das sind halt so hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Am Ende ist das ein Kilo Unterschied. Ja. Ne? Also alles ruhig auch ein bisschen hinterfragen. Brauche ich das jetzt wirklich? Das ist so der kleine Tipp. Und ich will gar nicht so sehr auf die Packliste zu sprechen kommen, weil ich verlinke die einfach unten in der Videobeschreibung. Da tue ich einfach unsere Packliste, die wir haben, einfach Copy-Paste in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr auch alle anderen Tipps. Also ich habe da auch andere Videos verlinkt, die hilfreich sind. Ich verlinke da auch nochmal, wir haben hier über das Thema Ernährung, Essen gesprochen. Genau. Da schreibe ich einfach nochmal drauf, ne?
was ich so unterwegs esse, einfach mal in der Liste, weil ich habe jetzt auch nicht an alles gedacht. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ich habe für Gravel Bikes ja mal eine Bike-Fitting-Serie gemacht. Die verlinke ich euch unten nochmal. Das ist eine Playlist, da geht es ums Thema Bike-Fitting. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Du hattest ja das Problem, dass dir die Knie ein bisschen wehgetan haben. Handgelenke tun weh. Schlafen ein. Sitzt unbequem, schlafen ein, weil der Sattel zu weit vorne ist. Es sind Sachen, das Fahrrad muss richtig eingestellt sein und bequem sein. Und das sind oft Sachen, die man vielleicht erstmal gar nicht in Verbindung setzt, weil wenn die Handgelenke einschlafen, denkt man zuerst, der Lenker wäre falsch oder zu weit vorne oder so. Aber in dem Fall lag es am Sattel. Und guckt euch mal die Bike-Fitting-Serie an, um euer Fahrrad dann auch bequem einstellen zu können, weil... Finde ich eine gute Sache. Mit Arschschmerzen dann fahren ist dann vielleicht doch nichts und die Zeit sollte man investieren, also ist auch unten verlinkt. Und insgesamt würde ich euch dazu raten, dass das Fahren mit Gepäck ist was anderes. Wie lange haben wir heute für die ersten 30 Kilometer gebraucht? Wahnsinn, Wahnsinn. 5 Stunden? 30 Kilometer. Ich weiß es nicht. Gut, es waren auch 2000 Meter bergauf fast. Ja, aber das ist was ganz anderes. Ne? Und ich würde jetzt mal sagen, fangt klein an. Und wenn ihr schon im Flachen irgendwie, ich weiß nicht, falls ihr aus Frankfurt kommt, so ein bisschen im Taunus gefahren seid und ihr sagt, eine normale Tagestour für euch sind jetzt 200 Kilometer, wenn ihr euch den ganzen Tag freinimmt, plant beim Bikepacking mal die Hälfte ein. Rechnet mal mit 100 am Tag. Ja. Und ja, was Klamotten angeht, ist auch noch so ein Ding. Ne? Es gibt ab und zu Leute, ne? Ich habe ja enge Radklamotten an, du auch. Und das Ding ist einfach, mit engen Klamotten ist man viel schneller unterwegs. Natürlich. Weil das schlabbert nicht in der Luft, man ist schneller unterwegs, es ist angenehmer. Wenn man schwitzt, dann nehmen die Klamotten direkt den Schweiß auf und das verdunstet, trocknet schnell. Genau. Mit so Schlabberklamotten hat man dann irgendwann hier so einen feuchten Lappen rumhängen. Außerdem, wenn die Klamotten eng sitzen, kann die Luft auch nicht zirkulieren. Und deswegen sind enge Klamotten tendenziell auch wärmer. Ne? Also wenn ich eine Jacke anhab, die sehr eng ist, ist das auch viel wärmer, dann brauche ich nicht so eine fette Daunenjacke. Also ich würde definitiv zu engen Radklamotten... Ja, ich kenne auch keinen Rennradfahrer, der mit einer Daunenjacke... Nee, aber selbst im Winter habe ich gemerkt, ne? Ich habe mit Dennis das BUB gefahren bei minus 10 Grad, okay. 200 Kilometer Kopfsteinpflaster. Du, und das dünne Jäckchen, was ich hatte, ne? Ich hatte da drunter das ganz normale Raffa-Trikot, ein Baselayer und die Jacke, die ich heute dabei habe. Ja. Super eng. Bei minus 10 Grad haben wir über 200 Kilometer gemacht. Mir war nicht kalt. Siehst du? Ne, einfach, weil wenn die Klamotten eng sind, kann halt die Luft nicht zirkulieren. Und bei weiten Klamotten, die ganze warme Luft da drunter, die wird ja sofort rausgeblasen. Ja. Es hat so viele Vorteile. Also definitiv enge Radklamotten. Eine andere Sache neben den Klamotten sind noch die Schuhe. Es gibt ja verschiedene Schuhe. Also generell, es gibt ja die Rennradschuhe. Mhm. Und es gibt die normalen Mountainbike-Schuhe, aber unter den Mountainbike-Schuhen gibt es nochmal zwei unterschiedliche. Die haben ja in der Regel alle die zwei Löcher. Das ist zum Beispiel dieses normale Shimano SPD-System, da kompatibel zu ist. Es gibt noch andere wie Crank Brothers oder so, aber SPD ist so das gängigste. Aber nicht alle SPD-Schuhe sind gleich. Da gibt es halt diese Race-Schuhe mit so einer ultrasteifen Sohle, die halt super effizient sind beim Fahrradfahren. Das Problem ist nur, dass wenn man vielleicht auch mal im groben Gelände durch Matsch und so weiter schieben muss, ne, die hast du jetzt an, solche Schuhe. Es ist nicht ganz optimal. Es ist beim Gehen oder wenn man Wanderung einplant, man kann ja vielleicht auch mal auf einer Bikepacking-Tour sagen, dass man von 30 Tagen einen Wandertag macht. Und dann braucht man halt kein zweites Paar Schuhe mitnehmen, wenn man die richtigen anhat. Und mit denen willst du nicht wandern gehen. Nee. Ne? Das ist so ein Ding. Man kann mal kurz laufen über Topfstein. Ja, schon. Aber keine 10 Kilometer Wanderung. Ne? Und mit denen schon. Ne? Also ich habe hier andere Schuhe, die haben so eine recht weiche Sohle oder mittelhart ist sie. Die ist nicht ganz weich, aber mittelhart, dass sie zum Gehen recht angenehm ist. Der Glied ist sehr weit nach innen gedrückt. Der ist tief im Profil drin. Und dadurch merkt man dem auch beim Laufen gar nicht. Auch nicht irgendwie, wenn man ein bisschen Schotter hat, man merkt den Glied nicht. Okay. Und das ist einfach ein Schuh, der ist vielleicht beim Radfahren selbst etwas weniger effizient. Aber man hat dafür so diese Allround-Eigenschaften, dass man den auch mal für einen Spaziergang benutzen kann, ohne dass nach 10 Kilometern die Füße wehtun. Ne? Also für eine Bikepacking-Tour, die über mehrere Wochen geht oder übers Wochenende, ist ja egal, würde ich dann zu so einer Art Schuh raten. Ich kann ja mal mein Modell noch mal das verlinken unten, dann könnt ihr euch das angucken. Heißt aber nicht, dass es euch passen muss, ne? Weil wenn ihr breitere Füße habt oder so, es muss nicht passen. Schuhe sind sehr individuell, aber das Modell kann ich ja trotzdem mal verlinken.
Mir passt es, aber guckt euch da mal um. Am besten einfach mal anprobieren. Guten Morgen. Wir sind gerade losgefahren. Nochmal Zähne putzen hier am Fluss. Timo steht da hinten. Und dann geht's gleich weiter. Stopp! Stopp! Da war Wasser. So, jetzt stehen wir hinterm Lidl. Und einige von euch hatten ja noch gefragt, wie man das Ganze macht mit Einkäufe verstauen. Wie wir das platztechnisch machen. Und da möchte ich noch einen Tipp sagen, wenn ihr vorher die Sachen packt. Ne, deswegen sollte man auch die Packliste möglichst klein haben. Und ich würde euch empfehlen, einfach mal vor der ersten Bikepacking-Tour vielleicht mal Probe zu packen. Das haben wir ja auch gemacht, ne? Genau. Und beim Probepacken darauf achten, dass eine Tasche, die muss leer bleiben. Das heißt, man packt alle Taschen am Fahrrad zusammen und eine Tasche bleibt leer, weil diese Tasche braucht man dann später für Lebensmittel. Zur Not, wenn man ein bisschen mehr einkauft, so wie wir gerade, wir haben jetzt sehr viel Zeug eingekauft. Sehr gut sind übrigens diese komischen Lunchballs, ist schon so vorgekochtes Couscous oder so. Oder Hummus, so ein Kram haben wir dabei. Wir haben jetzt ein bisschen mehr eingekauft. Und dafür gibt es die schöne Musette von Cyclite. Das ist so eine kleine Umhängetasche. Ja. Da passt noch ein bisschen mehr rein an Lebensmittel. Ist jetzt natürlich nichts, um damit den ganzen Tag Fahrrad zu fahren. Ne? Aber damit kann man die Lebensmittel ganz gut 2-3 Kilometer bis zur nächsten Sitzmöglichkeit transportieren. Und dann kann man da essen in Ruhe. Ne? Das ist so der Tipp. Ja, wie gesagt, beim Probepacken vorher darauf achten, einfach, dass eine Tasche leer ist. Weil den Platz, den braucht man später einfach. Und genau, ja. Das war's dann. So verstauen wir die Lebensmittel. Musette und den restlichen Platz in den Fahrradtaschen irgendwie nutzen. Jetzt würde ich sagen, machen wir Mittagspause. Buon appetito. Ist ja gar kein Licht hier drin. So, wir sind gerade in Udine angekommen. Stark. Deine erste Alpenüberquerung? Absolut.
Und auch deine erste Bikepacking-Tour, ne? Ja, sehr emotional, jetzt wo wir hier stehen. Wie fühlt es sich an? Ach geil, jetzt freue ich mich auf den Zug. Das war auch mal noch eine Frage von euch zum Abschluss. Ich habe immer wieder Fragen bekommen, ne? Wie komme ich eigentlich heim nach den Bikepacking-Touren? Okay. Flixbus ist immer eine gute Option, finde ich. Ja, muss man früh buchen. Kommt drauf an, manchmal hat man Glück. Ich habe das oft spontan hinbekommen. Okay. Diesmal war alles ausgebucht. Alles. Deswegen nehmen wir jetzt den Zug. Wir haben aber auch nichts gebucht vorher. Nee. Das heißt, vielleicht schaffen wir keinen Schnellzug, wenn wir Pech haben. Aber eine Regionalbahn geht eigentlich immer. Jo. Dauert länger, muss man mehr Zeit einplanen. Ist halt so. Aber wir kommen aber schon irgendwie heim. Wir sitzen. Ne? Wir wollten halt nichts buchen, weil wir nicht wussten, wann wir hier ankommen. Nee. Das ist hätte halt... Ja, mit dem Winddruck ist auch ein bisschen schwierig. Ja, mit Zeitdruck ist blöd. Deswegen haben wir nichts gebucht. Genau. Jetzt fahren wir zum Bahnhof. Jawohl. Hoffen, dass wir einen Zug bekommen. Wir wissen es noch aber nicht. Aber vorher will ich noch einen Kaffee trinken. Ja, wir trinken vielleicht eine Pizza. Und dann suchen wir uns gleich irgendwas zum Essen. Und ich verabschiede mich jetzt hier mal. Du verabschiedest dich wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Ja. Wir verabschieden uns beide. Sehen uns dann beim nächsten Video. Salute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis dann. Ciao, ciao.